So, meine Lieben, weiter geht's. FIFA 14 ist angesagt und heute schaffen wir es vielleicht, dass wir endlich die Meisterschaft gewinnen. 3 Spieltage sind's noch. Ne, Sandro lasse ich jetzt halt mal spielen. Revo lasse ich jetzt aber mal für Dax da. Carbon bleibt, Flashy bleibt, Allrounder darf wieder. Manu darf auch für Trevenant. Ne, für Tom. Und Trevenant spielt an Toms Stele. Und dann sage ich einfach mal, rein geht's ins Spiel und gewinnen ist angesagt. Was? Hoffe ich zumindest. Ach ja. Ui. Das war daneben. Etihad Stadium. So, oh, das ist mal schönerer Rasen als bei uns in der Arena. Das Problem ist, ich möchte Sandro spielen lassen, dass er wieder an Aguero vorbeikommt, eventuell. Was jetzt nicht heißen soll, ich lege alles drauf an, dass Sandro die Tore schießt, sondern Alter, hat er geschoben? Voll übertrieben, habt ihr das gesehen? Ja, und da gibt's jetzt wieder. Macht euch echt. Da, ich weiß, das Spiel läuft noch keine 5 Minuten. Und ich könnte mich schon wieder aufregen über Schiris. Sehr gut. Nicht so gut. So, Dropkick. So, Sandro, jetzt geh. Wow, guter Schuss. Allrounder schießt die Ecke auf Manus Kopf und Manu macht ihn drüber. Digga, wann los hier? Es läuft jetzt wieder besser. Ich glaube, der Sieg letztes Mal, der hat uns doch vielleicht wieder wegen Aufschwung gegeben. Auftrieb. Sehr gut, Frohböse. Hui, Glück gehabt, abseits. Manu haut weg die Kulle. Nein. Es kann doch nicht wahr sein. Ah, es war ein wenig ein krasser Winkel für Borchi Borchert. Und du willst mir erzählen, dass der nicht aus war.
dachte aber, der war aus. Sag nein, die Beine, du Affe. Oh. Ja, hat er gut gehalten. Aber jetzt hat den wird er nicht halten. Weil da ist Manu. Schön. Hat wohl nicht so ganz geklappt, die Ansage, ne? Ihr führt es immer so langsam aus, was ich drück. Ja, okay. Glück gehabt, verdammt Glück gehabt schon wieder. Wie der jetzt aber wieder so durchkommen ist, fragt mich nicht. Fleschi! Hey! Sowas muss ein sicheres Tor sein, eigentlich. Na, Jesus. Sehr gut. Was? Yes! Buiaja! Ups, okay, ich bin gerade kaut. Sehr gutes Ding. Sehr, sehr gutes Ding. Gut durchgesetzt, trotz Bedrängnis noch ein gutes Tor geschossen. Vielleicht war wenig Glück dabei, aber hey. Unsere Gegner hatten die letzten 5 Spiele extremes Glück. Und dürfen wir jetzt halt auch mal wegen haben. Zum Beispiel, dass wir ungefähr 2 der 3 verlorenen Spiele hätten gewinnen müssen, weil die Latte oder der Pfosten nicht so auf unserer Seite war. Genau, leg dich ins Tor rein, da kannst du nicht hin. Eigentlich sollte der Pass hier ursprünglich zu Sandro kommen, weil der sich angeboten hat und gelaufen ist, aber Spiel war der Meinung, nö. Nein, 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 nein. Shit.
Wie sie es noch immer schaffen. Boah, der hat jetzt ganz schön knapp ausgeschaut auf den ersten Blick, aber war er scheinbar nicht. 8 zu 2 Schüsse und 1 zu 0 Tore. Nicht gut. Okay. Jetzt gut rauskommen. Ich habe jetzt nichts mehr gecheckt, ehrlich gesagt. Wer hier wohin schießt und was es macht. Der Mann läuft absichtlich weg. Ich drück nach hinten, ne? Und Witten, was macht er? Ne, nicht Witten. Doch, da. Ja, doch, Witten. Ist einfach weggelaufen. Als. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. FIFA beeinflusst das Spiel. Ja, Fallrückzieher wieder über 10 Kilometer. Wird nicht, kriegt den Ball nicht, doch, doch. Hui, welch Wunder! Der Ball ging drüber. Sowas kann nicht sein, es darf nicht wahr sein. Ich habe den Ball am Fuß und dann bewegt sich mein Mann wieder nicht richtig. Es regt mich so auf, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Und dann wird wieder in solchen Situationen wird dann wieder abgepfiffen. Ja. So, 1-1 ist natürlich echt scheiße. Gut, Chelsea 1-0 gegen Atletico. Monaco 0-1 gegen Leverkusen. Dortmund Juve 1-1. Barca 2-0 gegen Ajax, Bayern, Schalke 0-0, Inter, Real 0-0 ist schon mal auch ganz gut. Arsenal, Liverpool 1-1, Menu, Paris 0-0. Legia Warschau gegen Roma 0-1, Benfica 0-0 gegen Lazio und Mailand, die liegt 0-1 hinten gegen Tottenham. Wir spielen so weiter. Nee, egal, wir gewinnen das so. Jetzt muss was trinken eigentlich. Schön, dass sie wieder vor auf die Füße und alles hacken. Inselaffen. Was die können, kann ich doch auch. Das war jetzt wieder ein Foul. Es ist so klar, du lächerliches Fuck-Spielhuren. Kacke. Alles scheiße. Fluch, Fluch, Fluch. Rage-Modus an. Naja, aber. Schlecht flashing.
Okay, wieder Ecke. Bauer, bitte mach's. Latte. Schöner Schuss, Sandro. Das sind irgendwie so Lappenschüsse. So, keine Ahnung, voll seltsam. Wenn man nicht hingegangen wäre, wäre es gescheiter gewesen wahrscheinlich. Es gibt, glaube ich, nichts Lächerlicheres als sowas. Also, ich glaube, FIFA 15 kaufe ich mir doch nicht. Ja, und wir schießen natürlich daneben. Klar. Was erwartet ihr, Leute? Was erwartet ihr denn? Gut, jetzt kann ich wieder auf sehr offensiv mein Glück versuchen. Bewegt euch jetzt, Herr Gott. Warum Carbon? Warum nicht bewegen? Mach hinne. Natürlich, warum soll ja auch ein Spieler mit einem übelsten Kopfballwert kein Kopfballduell gewinnen? Ach ja, FIFA, stimmt. Die Werte bringen ja nichts, wenn du mit da Hände drin hast. Hopp, ja, zieh noch mehr, du Behindi. Boah, Sachen gibt's, jetzt kriegen sie wieder den Ball. Ha, ja, logisch, klar. Langsam bin ich so kurz vor dem Punkt, wo es mir einfach nur scheißegal ist. Ja, hoffentlich stirbst du da unten. Verletzter Mensch da oben. David Silva. Klar.
Genau, wieder zieht und drückt und alles, sobald ich die ja nur berühre. Hat er natürlich, selbstverständlich. Warum auch nicht? Stimmt, da kam ein Patch raus. Ich glaube, seitdem kann man nicht mehr gewinnen. Mit vernünftiger Spielweise. Nur noch durch Glück. Genau. FIFA-Parameter Glück. Spielt jetzt einen doppelt so großen Faktor wie sonst. Auch einen zehnfach so großen. Schau, der läuft nicht, wenn ich das sag. Ach, warum laufe ich denn überhaupt noch hinterher? Das hat doch eh keinen Sinn. War das jetzt einer von denen oder waren das jetzt wir? Das waren wir natürlich. Also. Okay. Mach mal keinen Fallrückzieher. Ups, da ist jetzt kein Fall. Würde mir so ein Fehler passieren, Leute, ich sag's euch, ey. Ach, das würde Fallrückziehen, ey. Da können die Abwehrspieler bessere Fallrückzieher als, ja, so ein Passwörter. Als die Stürmer. Wen wundert's, dass er jetzt drüber ging? Ja, ich hab ordentlich Geld. Interessiert keinen. So viele Schüsse, wie wir jetzt hatten, normalerweise geht immer einer mal aufs Tor, aber es geht ja keiner mehr aufs Tor. Und das sind alles Sachen, ne? Ach, die haben einen Ball. Wer auch sonst. Ein Pass schlechter wie der andere. Jetzt geht's mir auf die Nerven. Herrgott, ja, super, wir haben verloren. Ich will das alles gar nicht sehen. Das ist einfach nur noch lächerlich. Also. Ach.
Ihr wollt spielen, Gehalt, Manu. Trevener Gehalt. Trevener Manu kriegt er halt von mir aus einen neuen Vertrag. Und Manu will auch einen. Kriegst ein Jahr, kriegst du mir erst 120.000. So, wir wollten ja noch Frohböse, wollten mal den Vertrag haben. Auf ein Jahr kriegst du mir auch noch 130.000. So. Machst Posteingang. Acht Punkte Vorsprung. Weiterhin. Okay, 31. Atletico verliert 0 zu 1 gegen Chelsea, Leverkusen gewinnt 1 zu 0 gegen Monaco, Juve 2-1 gegen Dortmund, Barca 3-0 gegen Ajax, Bayern und Schalke 1-1, Inter gegen Real 1 zu 0 gewonnen, Arsenal 1 zu 0 gegen Liverpool gewonnen, Paris 0-0 gegen Menu, Legia Warschau verliert 1 zu 3 gegen Rom, Benfica gewinnt 1 zu gegen Lazio, Milan und Spurs 0 zu 0. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht es gut, tschüss. Nein, Spaß, so kann ich doch die Folge doch auch nicht beenden. Team der Woche, hey, Fleschi ist drin, das ist natürlich schön. Talent Manu. Was? Manu verlässt, aha, das glaube ich ja wohl doch noch nicht. Es hat den Ligatitel geholt, was für ein spannender und erfreuliche Saison für Fans und Spieler gleichermaßen. Was? Wir haben doch noch drei Spiele, oder? Ach ne, wir haben nur noch zwei Spiele. Wir sind Meister, Leute, trotz der Niederlage. Und es sind nur zwei Spiele, das heißt sechs Punkte noch. Wir sind Meister, wir haben gewonnen. Oh, geil. Ist das der Hammer? Ich kann mich aber gar nicht drüber freuen. Das machen wir im nächsten Part. Da freuen wir uns dann. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.